Herr Janning, müssen wir einen, wie der Kollege in Orlando gesagt hat, härtesten Wahlkampf in der Geschichte erwarten? Das wird ein ziemlich harter Wahlkampf werden, das glaube ich auch, Herr Kunz. Er wird vielleicht nicht ganz diese Spannung haben vom letzten Mal, wo viele eben davon ausgingen, dass Hillary Clinton das eigentlich nicht verlieren kann. Aber Trump setzt voll auf Polarisieren, auf Spalten und darauf, die Demokraten ihrerseits in die Radikalität zu treiben, weil das braucht er, um selbst seine Punkte zu machen. Er ist ja offenbar im Augenblick unter seinen Anhängern und vor allen Dingen auch unter der Partei der Republikaner unumstritten. Ja, er hat die Republikanische Partei, so viele Widerstände es nach wie vor auch unter den Granden dieser Partei noch gibt, fest im Griff. Denn sie haben keine andere Persönlichkeit. Es gibt niemanden, es gibt keine Alternative zu Trump. Also gehen sie auf Gedeih und Verderb mit diesem Präsidenten voran. Und das nutzt Trump aus. Für uns ist immer noch unverständlich, auch nach diesen 2 Jahren, wie kommt es dazu, dass jemand, der so spaltet, der auch, wenn er jetzt den Demokraten das vorwirft, mit eigenen Hass- und Wutparolen in der Bevölkerung für sich wirbt und die anderen diskreditiert, dann doch bei seinen Anhängern so beliebt ist? Ist das eine andere Mentalität? Ja, es gibt im Kern der Anhängerschaft von Trump ein ganz anderes Weltbild. Es gibt auch einen ganz anderen Medienkonsum. Es gibt eine Abkehr von den traditionellen Autoritäten und den Eliten, die diese Autorität und dieses Wissen, diese Weisheit verkörpern. Trump hat den Wählern gesagt, es ist gut und richtig, wenn ihr auf euren Bauch hört. Und das bedient er. Und das gewissermaßen erzeugt so ein Gefühl der Befreiung in vielen einfachen Leuten, die sagen, wir sind jetzt auch wer. Wir bestimmen jetzt den Ton der Politik und nicht die, die uns immer gesagt haben, was wir zu denken haben. Schauen wir mal auf die andere Seite. Bei den Demokraten ist im Augenblick Joe Biden vorne. Der ist noch älter als Trump. Ja. Der ist aber eigentlich das Gegenteil von Trump. Er ist ein Mann des Ausgleichs, der Möglichkeit, miteinander zu reden. Hat er unter dem Aspekt dieses Kontrastes eine Chance oder hat er eigentlich nur jetzt erst einmal eine Chance, viele Sympathien auf sich zu ziehen, aber letztendlich im Schlussspruch das nicht mehr zu schaffen? Ich habe Zweifel, dass Biden praktisch die Zukunft der Demokratischen Partei verkörpern kann. Das ist auch eine Frage seines Lebensalters. Biden ist ein Kämpfer, das soll man nicht unterschätzen. Und er ist auch jemand, der heftig austeilen kann. Aber dennoch ist er im Feld der demokratischen Kandidaten, so wie es sich jetzt abzeichnet, eigentlich die Stimme der Vernunft, des Ausgleichs. Und er wird versuchen, auf eine Art integrative Botschaft zu setzen, Gräben zuzuschütten, statt sie aufzureißen. Und das, darin liegt genau die Schwierigkeit. Kann sich jemand, der auf Ausgleich argumentiert, gegen einen Spalter, gegen einen Polarisierer durchsetzen? Aber wie ist im Augenblick die Stimmungslage in den USA, wenn Sie von dem Spalter sprechen, der ja die USA tatsächlich in 2 große, ja fast gleich große Lager gespalten hat? Und solange die Wirtschaft gut läuft, beschäftigt vieles, was uns an Trump besonders irritiert, nämlich seine Außenpolitik, sein Herumfahren in den internationalen Regelwerken, seine erpresserischen Manöver. Das beschäftigt seine Wählerschaft und beschäftigt viele Amerikaner nicht. Das ist sehr weit weg für sie. Erst dann, wenn es an ihr Portemonnaie geht, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann bekommt Trump ein Problem. Wie gefährlich ist Iran? In diesem, oder das Thema Iran, nicht der Iran selber, sondern das Thema Iran für ihn. Interessanterweise braucht Trump im Unterschied zu manchen seiner Vorgänger keine internationalen Konflikte, um selber groß zu sein. Na, er hat ja eigentlich eine Disengagement-Agenda propagiert und auch praktiziert. Also den Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Einmischung in die Konflikte in anderen Teilen der Welt. Trump selber rechnet sich keinen Gewinn durch einen Konflikt aus. Er rechnet sich Gewinn aus durch Säbelrasseln, durch starke Sprüche, durch den Versuch, einen Deal selbst im unwahrscheinlichen Fall und selbst mit Gegnern wie den Iranern oder den Nordkoreanern zu erreichen. Und wenn das nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber er ist nicht der John Bolton, den er in seiner Umgebung hat, der auf einer Mission gegen Iran ist. Trump ist kein Krieger. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.